Hallihallo und herzlich willkommen beim Steam Deck Checker. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem nagelneuen Gameplay-Video. Am 24. Februar 2023 hat Square Enix nun endlich Octopath Traveler 2 veröffentlicht. Wir wollen uns anschauen, ob die 59,99 € gerechtfertigt sind und ob das Spiel auf dem Steam Deck läuft. Der erste Teil war absolut großartig und sah mit seiner 2,5D-Grafik fantastisch aus auf dem Steam Deck. Ob der Nachfolger das halten kann, das werden wir uns jetzt hier im Gameplay-Video anschauen. Hallihallo und herzlich willkommen hier beim Steam Deck Checker. Ich bin's, der Bio, begrüße euch zu einem neuen Gameplay-Video hier auf diesem Kanal. Heute geht's um Octopath Traveler 2, welches jetzt gestern am 24. erschienen ist. Wir wollen uns das Ganze hier auf dem Steam Deck hier anschauen und mal gucken, wie das Ganze hier so performt. Als erstes gehen wir natürlich in die Einstellung und schauen mal so ein bisschen durch. Textsprache ist Deutsch, Stimme ist Englisch. Soweit, so gut. Wir haben eingestellt aktuell 60 FPS. Vertikale Synchronisation ist deaktiviert. Wir werden das Ganze mal hier auf 1280x720 stellen. Ihr seht halt eine Vollbild. Und sonst spielen wir hier auf den höchsten Einstellungen, die wir hier haben können. Dementsprechend akzeptieren wir das Ganze mal so. Und schau mal, wie das Ganze hier auf dem Steam Deck so performt. Ist jetzt natürlich kein, ja, grafisch anspruchsvolles Spiel, aber so durchgängig 60 FPS wäre schon nice. Deswegen gucken wir mal rein. Der erste Teil lief perfekt. Ja, das Ganze kommt von Square Enix und wie gesagt, hat auch schon beim ersten Teil ordentlich gute Kritik abgesahnt. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie sich denn der zweite Teil so spielen wird. Als erstes könnt ihr natürlich auch, wenn ihr möchtet, euch eine Demo runterladen, falls ihr euch das Ganze erstmal vorher angucken wollt. Aber sonst kostet das Ganze 59,99 € auf Steam. Schon ein happiger Preis, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und wir sagen jetzt einfach mal, wir starten mit der Jungfrau hier. Ihr habt hier 8 verschiedene Stories, die ihr so spielen könnt, die sich dann irgendwie miteinander alle verbinden. Das ist so ein klassisches JRPG, also für mich natürlich absolutes Highlight, ja, dass das jetzt da ist. Schon schön. Mochte den ersten sehr gerne. Töfte, habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Töfte. Encore, encore! Thank you, everyone! But the fun's just getting started. I'm going to dance the night away. Agnea, you all right? Ich mag diese Optik, so dieses 2,5D, ne? That's right. To think our village is home to a future star. We're all rooting for you, kid. Thanks, everyone. Why don't we call it a night? I doubt you'll be doing much more dancing after that. I can keep going.
Agni is saving for her journey to stardom. She's been working hard in this little tavern to earn whatever coin she can. I take it everyone here's prepared their tips for our dear dancer? Sure have. You're the best, Agnea. Let's toast to our future star! You're all too kind. Now go on, Agnea. Aber auch schon alleine der Soundtrack, ja, der ist super berühmt. Wahnsinn. So, wir können uns jetzt so bewegen. Wie gesagt, das ist so ein typisches, also, was heißt typisch? So 2,5D. Ja. Die Kämpfe, die sind, werden dann halt so typisch dann ausgetragen. Ganz normal so. Ne? Und ja, eigentlich schon schön. Trinkgeld. Can't explain it, but whenever I see you dance, so I'm more than happy to give you what I can. Thank you. Your dancing was as beautiful as always, Agnea. I'm looking forward to your next show. I think I'll bring my friends next time. Really? I can't wait to see you then. Thank you so much, everyone! It's us who should be thanking you, Agnea! See you tomorrow! Yeah! Now to clean this place up. Oh, don't worry about that. You must be exhausted. I'm fine. Besides, this won't take long. Thanks for staying to clean up. It's the least I can do after you let me dance in your stage. Say, Agnea, did you manage to get all the leaves you need? Almost. Just 1,000 more to go. Then I'll finally have the 10,000 leaves I need. Ever since we were little, you've been saying that you'd save up and leave the village to become a star. That's right. What's this? Okay, jetzt sind die 1,000, ja. It's exactly 1,000 leaves. But why are you giving me so much? Seems I shocked the fancy accent right out of you. I know you've been working hard to talk like city folk for when you make it big. Up your word. You're really something, Agnea. You never gave up on your dream. Consider it my tip. It's my way of cheering you on. Thank you, Gus. You finally did it. Tomorrow's festival will be my last chance to see you dance. You don't want to miss it. It'll be my best one yet. I'm already looking forward to it. It's dark out. Get home safe, Agnea. So, von hier aus kannst du die Geschichte fortsetzen. Bla 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 bla. Tutorial. Wenn es dir gefällt, kannst du das haben. Okay. Spiel ein Lied und du tanzt. Einverstanden? Willst du mir helfen?
take good care of this. Können die hier alle bezürzen? Oder kriegen wir denn immer die ganzen Sachen hier? So, die Pfirsiche sind dieses Jahr besonders süß und saftig. Vergiss nicht, auf dem Fest einen zu probieren. Dieses Jahr gibt es so wenig Himbeeren. Dabei ist unser Dorf für sie genauso berühmt wie für die Pfirsiche. Hier schauen wir unser Haus hier. Okay. Dinner's ready. Come and eat while it's hot. Mm. Papa, do you remember our promise? You said I could go on my journey if I made 10,000 leaves with my dancing. Mm. Well, I did it. So I'm going on my journey, just like you promised I could. Then go. I'm going to become a star and bring smiles to people's faces. Just like Mama. Are you prepared for what that means? I am. Mama was a star. She wrote her own songs and traveled the land, singing and dancing. Papa was a tailor. They met when he was making Mama's dresses. Mama wore them as she sang her heart out for the world to hear. Of course, Paula and I went everywhere with her. But those happy days were short-lived. Mama was so focused on making people smile that she never noticed how ill she was until it was too late. After some time, Mama went on one final journey, this time to a place we couldn't follow. Ever since then, Papa's opposed my dream. My dream of following in Mama's footsteps. Mama. Are you all right, Agnea? I'm fine. Someday, I'm gonna be a star like you, Mama. You get back up no matter how many times you fall. The moonstep is a difficult dance. But you can do whatever you set your mind to. Agnea, I want you to have this hairpin. Wear it, and you'll feel like you can dance the night away. It's my lucky... Wow! Thanks, Mama! Stars are a symbol of hope. They put smiles on people's faces.
I know you can do it, Egnia. I will, Mama. Sun's up! Time to rise and shine! Nothing's gonna stop me today! Wake up, Paula! What in tarnation? It's morning! Breakfast time! It'll go cold if you wait too long! Now get out of bed! Morning already, huh? So, this is the last time I'll be eating your cooking for a while. I sure am gonna miss getting tasty meals handed to me. From tomorrow on, it'll be your turn. I think I'm finally starting to see how amazing you are, Agni. Better late than never, I suppose. So, what are you doing today? Helping out with the festival? I'm going into the woods to gather raspberries. We'll need as many as we can get for the town's famous raspberry pies. I'll be helping Gus and the others with the heavy lifting. You'd get more work done than a half dozen men. Rounding them up is more the problem. I can't imagine rounding them up will be a problem with your talent. My talents? You are a dancer, after all. I'm sure men and women alike would gather around if you put on a little show. Paula, just listen to what you're saying. I'd look like a right fool if I used my dance for something like that. Oh, Agni, you can be so naive. Talents like yours are made to be flaunted. Thanks for breakfast, Agni! Wait up! Talents, huh? In any case, I gotta make my way over to the festival. Ja, die Pfirsiche. So was. Wer mag keine Pfirsiche? So, zum Festplatz sollen wir. Ich glaube nicht, dass die. Joa, gut, hier sind wir falsch. Da oben blinkt schon. Dann werden wir mal hier hochmarschieren. Bei Festen muss man die Ruhe behalten. Sonst zieht die gute Stimmung mit einem durch. Das Fest wird auch ohne mich über die Bühne gehen. So, hier können wir speichern. Ich bin für die körperliche Arbeit nicht geschaffen. Och nö, ja, warum? Heiltraube. Ah, ich habe den Stil komplett vergessen, ne? Triangle, bla bla bla, irgendwie sowas. Der hat ja genauso einen Look. Aber da habe ich mich bis jetzt noch nicht reingesetzt. Da muss ich mich wohl auch mal ransetzen. Also ich mag den Grafikstil richtig. Und das läuft so gut auf dem Steam Deck, unglaublich. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich nichts anderes erwartet. It's wonderful. I can't wait to start the show. Speaking of which, we have a couple more big pieces to add. Would you mind finding me a few helping hands? Leave it to me.
So, am Tag kann Agnea Stadtbewohner verführen. Sie folgen ihr dann, wohin sie geht. Oh, okay. Schon Hunger? Gedulde dich doch was. Ich bereite alles vor. Komm, Agnea, wir sehen uns zusammen die Buden an. Agnea, den letzten Spuck darfst du anbringen. Wenn möglich, soll jeder, der zusehen möchte, einen Sitzplatz haben. Hoffentlich kann ich auch gut tanzen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Der Junge hier, wa? So, Erfolgschance 100%. Versuche, diese Person zu verführen. Der Tanz beginnt. Ein Angebot von dir, Agnea? Kann ich einfach nicht ausschlagen. Wirklich nett. Diese 8 Storys, die sind halt so unterschiedlich wie eh und je, ja. Die haben auch alle ihre eigenen Charaktere und alles was. Oh, hier ist eine Kiste, habe ich gar nicht gesehen. Ah, sehr nice. Es ging ja schnell, danke. Nur weiter so. Gefahrenstufe 1. So, wir sollen hier in die Stadt. Darf ich bitten? Dir helfe ich doch immer, Agnea. Wirklich nett. Wie komme ich denn da hin? Ist hier ein Weg dahinter irgendwie? Nee. Hm. Da muss es ja scheinbar, weil da ist ja auch noch eine Truhe. Wahrscheinlich hier, ne? Happy to be of service. Seems like none of them have an ear for what I have to say. Asking you was the right choice. Gus, is something the matter? Have you seen Paula? She went raspberry picking in the woods, but she... What? And that's not even the worst of it. In the forest, I found a Dorador's hoofprints. Do you remember? That giant boar ravaged our whole village some years ago. It took the whole lot of us to drive him away. We might have caught the scent of the festival foods and scurried over, but... Can't be serious. Will you come with me, Gus? Of course I will. Thank you, Gus. But I sure would feel better if we had more company. Then I guess it's time to put my talents to use. Talents? How so? Müssen wir wohl die Pfirsiche wieder auspacken. So, okay. Was gibt's da? Brauchst du einen Tanzpartner? Wirklich nett. Ach so, okay, also... können dann zu dritt in den Kampf rennen.
Du weißt nie, welche Gefahren auf dich lauern. Genau. Werden wir uns jetzt auch mal kurz sparen. So, unser erster Kampf. Ja, ja, immer diese. So, was ist das hier? Holzhacker. Gefahrenstufe 5. Ich glaube, hier sind wir falsch. Das gibt hier keinen anderen Weg, oder? Das ist genau der gleiche. Das ist auch 5. Achso, hier haben wir. Können wir jetzt wieder aussteigen? Achso, hier, wa? Lebhafter Ring. So. Wow, es war wirklich. Sehr schön, sind wir alle aufgestiegen. Das war es jetzt wohl so. Gefahrenstufe 5, wir sind 3. Ja, gucken. Eine Heiltraube. Aber ich dachte, der kommt hier eigentlich mit, hier kämpft. Kämpf hier mit uns. So, du hast einen Feind im Moment. Okay. Objekt. Was haben wir denn hier? Anregende Pflaume. Himbeere. Nee. Hat jetzt gar nichts. Stimmt, so war das gewesen, genau. Das Spiel ging schon richtig ab. Also das ist schon. Diese BP-Punkte sammelst du da oben rechts, ne? Sieht man das Ganze. Thank you. Es hat schon Spaß gemacht, das Spiel. Also, der erste zumindest. Der ging schon richtig gut ab. Da kommen wir jetzt nicht hin, wa? Kiste haben wir. Nee, da kommen wir nicht hin. Ach, hier. Nee, hier waren wir schon. Nö. Gut, dann müssen wir hier. Leider hier oben lang. Oh, jetzt sind es sogar 2, ja. Okay, das bringt gar nichts. Aha. So, jetzt haben wir so beide im Bruch.
Oi, oi, oi. It's my turn now. I should. A tavern keep's gotta be strong. Überwach. Hoch. Da siehst du, sind wir jetzt schon Level 5. Aber wir müssen mal ganz kurz hier Heilung. Inventar. Achso, wir sind da schon wieder aufgelevelt. So, dann warte mal, Ausrüstung mal ganz kurz drücken. So, kriegst du das Obst besser? Das bringt gleich. Achso, Lederhut. Wir hätten auch hier Tempo, ne? Genau. Das ist glitschige Nuss oder eine giftige Nuss? Das ist jetzt. Heilt sich auch noch. Glaub's ja. So, kann ich sieben kaufen, verkaufen? Ja. Hier können wir speichern. Ja, also das sollte erstmal so für den Ersteindruck zumindest reichen. Das Spiel läuft, wie gesagt, super flüssig. Da gibt es keinen Wenn und Aber. Ab und zu habe ich ein kurzes Zuckeln gemerkt, wenn er also gerade so bestimmte Ladesequenzen hatte. Die Videos, die laufen. Es ist halt klar, ein 2,5D-Spiel ist natürlich im Gegensatz jetzt zu Atomic Heart zum Beispiel das volle Gegenteil, was so Grafik angeht. Aber es läuft halt super flüssig. Wir haben hier einen relativ niedrigen Akkuverbrauch, ja. Also es ist wunderbar eigentlich zum Unterwegsspielen. Super gechillt halt. Die Musik halt super freundlich, super. Eigentlich, die bleibt auch im Ohr. Also, wenn ich das Ganze so vom ersten jetzt noch so in Erinnerung habe. Ja, der zweite macht auf jeden Fall hier alles richtig. Was auf zumindest die Performance auf dem Steam Deck angeht, da kann man hier absolut nicht meckern. Und von daher ist das doch eigentlich schon, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ganz nett. Wir haben hier insgesamt 8 verschiedene Stories, weil man sich immer noch überlegen muss, es kostet immerhin 59,99 €. Ist für die Switch meiner Meinung nach erhältlich für den PC. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Konsolen das Spiel auch haben. Wie gesagt, published wird das Ganze von Square Enix. Und ja, ist halt so ein typisches JRPG mit viel Lesen, ja, aber wie gesagt, wer das mag, also meine Wenigkeit, ich liebe sowas. Ich hätte auch kein Problem, wenn es jetzt in Englisch wäre, ja, im Deutsch natürlich umso schöner, dass es halt da ist. Und ja, im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich super. Schaut am besten bei MMOGR vorbei, ja, unserem Partner, da findet ihr das Spiel definitiv günstiger als den Standardpreis auf Steam. Wie gesagt, 59,90 € ist natürlich ein bisschen happig, aber wie gesagt, MMOGR hat es definitiv günstiger, da schaut da am besten mal rein. Und sonst, ja, bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart, hoffe, euch hat das Gameplay-Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da oder schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert der Fabian, unser Steam Deck-Checker, der freut sich darüber, wenn wir das Ganze hier so ein bisschen supporten. Ich verabschiede mich jetzt und bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. I want to change that. I want Ku to be a home for all, regardless of birth. A place where we look out for each other,
In order to realize that, I would suffer any loss. Thank you, everyone! The fun is just getting started! Now, watch me shine! I plan to do all I can to share the wealth and help make the world a happier place. That's what being a merchant means to me. It is not your life I want. It's Harvey's. Enough! Where is he? I've made up my mind. I will kill you and leave the Black Snakes. I will finally be free. I understand that your faith is shaken. But I ask you, do you not wish to know the truth? I love Totohaha and the people who call it home. And that's why I want to protect it. And that means I'm going to fight! It is our mission as apothecaries to ensure that everyone lives long enough for their hopes to become reality, even if it costs us our own lives. Now go forward, Pride of the Sands! There is none worthy to be my foe! None! I found it at last, the seventh source. Harvey, you bastard! What do you fight for? It wasn't the only thing that mattered to you. I believe there's something out there more valuable than wealth. I wish I had a lifetime to report on your shenanigans. I came here to kill you. I raised you as if you were truly my own. Silence, you abominable reptile! You're leaving again, aren't you? I simply wish to bring the truth to light. Prepare yourselves for a show. Dreams aren't good for nothing. You have a habit of putting others above yourself, don't you? I will extend a helping hand to all in need. The stars, they're all gone. Something's coming. Smell a quarry unlike any other. It's here. I must find an answer to this conundrum. The food'll spoil if we stand around like a bunch of frightened deer. We can do anything we set our minds to. Well, it's plain what we've got to do. Keep moving forward, right? Let us walk together a while longer, friends. I think I'll stick around for a little more fun. Somewhere, someone cries out for aid. Let's get on with it, shall we? What does it mean to play a role? In a vast world of adventure. The places you go, the deeds you do, the tales whose hero you become. Every road is yours to take. Octopath Traveler 2, February 24th, 2023. Embark on an adventure all your own. Demo.